Wir starten mit dem dritten Teil und letzten Teil von Body Art. Ihr könnt immer 1, 2 und 3 zusammen machen. Wenn ihr keine Zeit habt, dann macht ihr nur einen Teil, den ersten, den zweiten oder den dritten. Ich würde sagen, wir starten gleich. Komm wieder in den guten Stand nach vorne. Atme nochmal ein, bring dich in die Länge. Mit dem Ausatmen komm hier wieder tief. Setz die Hände rechts und links zum Boden und trete nach hinten in die hohe Blanke, in den Hover. Zieh den Bauchnabel wieder gut nach innen und drück dich richtig von der Matte weg. Und dann geht es hier mal ein bisschen in die Kraft von den Armen. Atme tief ein und mit dem Ausatmen komm auf deine Unterarme. Mit dem Einatmen komm wieder nach oben. Erst die linke Hand, dann die rechte Hand. Mit dem Ausatmen komm wieder tief, rechts, links und dann wieder hoch, rechts, links. Andere Seite wieder, links, rechts, links, rechts. Mach das ruhig ein paar Mal und schau, dass deine Mitte fest bleibt. Dass du nicht so sehr mit dem Popo hin und her wackelst. Dass du dir wirklich die Kraft aus deiner Mitte holst und aus deinen Schultern. Ja? Also es geht tief, tief, hoch, hoch. Das ist alles ganz langsam. Tief, tief, hoch, hoch. 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 Noch ein bisschen. Tief, tief, hoch, hoch. Tief. Tief, hoch, hoch. Nochmal tief. Tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief und jetzt bleibe tief. Bleib und halte. Gerne darfst du die Hände ineinander verklinken und schau jetzt, dass deine Ellenbogen nicht zur Seite abhauen, ja? Dass die wirklich ganz stabil in deinen Schultern stehen. Halte deine Mitte wieder fest. Schließ ruhig die Füße ein kleines bisschen mehr. Dann ist es anstrengend. Mit dem Einatmen hol dich nach vorne, sodass dein Kinn über deine Faust schiebt. Mit dem Ausatmen schieb dich wieder zurück. Einatmen vor. Aus, rück. Ein. Und aus. Schön auf die Arme aufpassen. Ein, vor, aus. Bauch ist fest. Richtig schön nach hinten ziehen, nach innen ziehen den Bauch. Ein, vor, aus. Ein, und aus. Nochmal ein, und aus. Ein, und aus. Ein. Und dann bleib mal hinten und jetzt schieb dein Popo nach oben und lauf mit deinen Füßen ein bisschen weiter nach vorne. Vor, vor, vor. Vor, vor, vor. Und dann lauf wieder zurück. Rück, rück, rück. Vor, vor, vor. Rück, rück, rück. Vor, 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 rück, rück, rück. Auch das ein paar Mal. Vor, 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 rück, rück, rück. Vor, 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 rück, rück, rück. Und dann, wenn du nach vorne gelaufen bist, bleib jetzt nochmal vorne. Richtig weit, vor, 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 bleib. Und atme, drück die Unterarme fest in die Matte. Fest die Unterarme in die Matte schieben. Atme tief ein, lang aus. Tief ein, lang aus. Zwei Atemzüge noch. Tief ein, lang aus. Tief ein, lang aus. Dann lauf wieder zurück, bis du wieder in deinen Unterarmstütz bist. Löse deine Hände. Hol die Hände wieder auf deine Matte. Bleib nochmal hier, leg die rechte Hand in die Mitte, Fußspitze nach links und spann dich nach oben auf. Zieh dich lang nach oben, tief ein, aus, zurück, gleich andere Seite. Nach oben, richtig strecken und aus, tief. Andere Seite, einatmen, hoch. Jetzt versuch die Schultern übereinander zu stapeln, aus, zurück, ein. Und aus. Nochmal ein. Und aus. Einmal noch nach rechts ein. Und aus. Komm zurück. Öffne die Hände wieder. Bring die Knie auf die Matte. Schieb dich mit dem Ausatmen zurück.
Mit dem Einatmen komm vor, mit dem Aus ins V. Einatmen, Knie auf die Matte, aus, rück. Ein, vor, aus, hoch. Nochmal einatmen, tief, aus, rück. Ein, vor, aus, rück. Und dann heb nochmal dein Bein rechts nach oben, richtig weit nach oben. Ausatmen, stell den Fuß nach vorne ab. Versetz ruhig deine Hände ein bisschen, drück die Füße fest in die Erde und heb dich nach oben an für den High Lunge. Gerne auch das hintere Bein zum Boden bringen, wenn es zu anstrengend ist. Streck die Arme lang nach oben und öffne mal zu deiner linken Seite. Leg deine rechten Handrücken an die Innenseite von deinem Knie und streck den linken Arm richtig weit nach hinten. So richtig weit, die Schulter tief. Nimm gerne den Blick mit nach hinten oder auch so zur Seite schauen. Atme tief ein, lang aus. Nochmal ein Atemzug hier. Tief ein, lang aus. Mit dem Einatmen komm wieder in die Mitte. Und mit dem Ausatmen dreh dich gleich mal zur anderen Seite. Auch hier den Handrücken, Außenseite vom rechten Knie. Schieb den linken Arm zurück. Bleib lang im Oberkörper, halte die Mitte aktiv. Die Schultern weg von den Ohren. Nochmal tief ein, lang aus. Nochmal tief ein, lang aus. Einatmen, komm wieder nach oben. Richtig lang. Und wie so ein Aufzug fährst du jetzt tief. Dreh die Arme nach oben mit dem Ausatmen. Beuge dein hinteres Knie kurz über den Boden. Einatmen, wieder hoch. Streck diesmal beide Beine an. Ausatmen, tief. Einatmen, beide Beine strecken. Aus. Und ein. Und aus. Und ein. Entspannte Gesichtszüge, gerne ein bisschen lächeln. Einatmen. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Nochmal einatmen, hoch. Ausatmen, halte mal hier, kurz über der Matte unten halt. Halte noch. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und löse auf. Bring die Arme über die Seite zur Erde. Drehte zurück ins umgedrehte V. Hier ein bisschen durchlaufen. Alles locker lassen. Atem fließen lassen. Wenn du soweit bist, heb nochmal links weit nach oben. Ausatmen, hol den Fuß nach vorne. Gern die Beine wieder ein bisschen versetzen, Stabilität finden. Und dann geht es mit dem Einatmen nach oben. Auch hier wieder richtig strecken oder auch das hintere Bein zum Boden bringen. Einatmen nach oben, ausatmen zur offenen Seite, zur rechten Seite drehen. Den Handrücken wieder an die Innenseite vom Knie. Schieb den Arm weit zurück, die Schultern tief. Schau, wie es für deinen Blick am besten ist, so wie es für der Halswirbelsäule angenehm ist. Und dass du auch gut die Balance halten kannst, nicht so wie bei mir jetzt hier. Genau, schön wieder fest in der Mitte. Und dann komm nochmal mit dem Einatmen nach oben. Und dann zur geschlossenen Seite, zur linken Seite drehen. Erstmal die Hand ablegen und dann den Arm nach hinten in die Weite führen. Spür die Öffnung, die Dehnung hier in der Schulter. In der Brust, die wunderbare Drehung in deiner Mitte. Schau, dass das Knie schön stabil bleibt, über deinem Sprunggelenk. Atme. Und dann komm wieder zurück mit dem Einatmen und streck dich in die Weite. Ausatmen tief. Ein, hoch. Aus, tief. Ein, hoch. Aus, tief. Auch hier gilt, gerne ein bisschen lächeln. Alles ist gut. Aus. Und ein. Nochmal aus. Und ein. Aus. Und ein. Und dann bleib nochmal tief. Halte für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Und löse auf, Hände zum Boden. Und es geht wieder zurück. Umgedrehtes V. Noch hier richtig nochmal schön strecken. Kopf, ja, ja, nein, nein. Und dann heb dich auf die Fußballen, bring die Knie auf die Matte und hol dir deine Unterschenkel zur Seite. Komm in den Sitz. Nach vorne an den Anfang von deiner Matte. Und stell deine Füße auf. Schau, dass du auf deinen Sitzknochen sitzt. Halte dich unterhalb von deinen Knien nochmal fest und zieh dich hier richtig lang nach vorne. Gerne nochmal mit dem Kopf ein kleines bisschen nach oben wackeln. Das ist auch immer ganz schön für die Halswirbelsäule. Und dann versuch diese Länge hier zu halten und streck die Arme lang nach vorne aus. Mach deinen Bauch wieder ganz fest und lehn dich mit deiner Körperrückseite nach hinten. Schön fest, Brustwirbelsäule zieht nach vorne. Löse rechts und links deine Füße vom Boden und halte hier erstmal die Stabilität. Wenn es nicht geht, halte dich unterhalb von deinen Kniekehlen fest. Ansonsten streck erstmal deine Arme nach vorne aus. Und dann schließe deine Hände vorne, so in so eine Pfeilposition. Die Schultern tief, einatmen hier. Mit dem Ausatmen pointe zu deiner rechten Seite. Einatmen wieder Mitte, aus links. Ein, Mitte, aus. Schau, dass deine Beine schön gerade, also auf derselben Höhe bleiben, dass sie nicht mitwandern, sondern schön stabil in der Mitte. Aus, ein. Kannst auch gerne Flexfüße machen. Das verleiht dir noch ein bisschen mehr Stabilität. Aus und ein. Nochmal aus und ein. Und dann bleib nochmal auf deiner linken Seite, löse jetzt deine Hände, schieb deine rechte Schulter ein bisschen nach vorne und die linke ein kleines bisschen nach hinten. Spür die Drehung in der Mitte. Halte und atme. Tief ein und aus. Dann komm zurück. Dann geh gleich auf deine rechte Seite, löse die Hände, schieb deine rechte Schulter, linke Schulter vor und die rechte ein bisschen ins Gelenk. Halte und atme. Nochmal tief ein. Und aus. Komm mit dem Einatmen wieder in die Mitte. Mit dem Ausatmen setzt die Füße auf. Und lass dich nach vorne runterhängen, werde einmal rund in der Brustwirbelsäule. Entspann auch den Kopf. Lass alles gut sein für den Moment. Tief ein, lang aus. Immer Yin und Yang. Anspannung, Entspannung. Ihr wisst, es ist sehr wertvoll für unseren Körper, wenn er anspannt und dann auch wieder loslässt. Also gönn ihm ruhig den Moment, loszulassen, zu entspannen. Und dann komm wieder nach oben, helf gerne mit deinen Händen nach, dass sich die Beine schließen. Rutsch gerne noch ein bisschen weiter vor, sodass du genug Matte hinter dir hast. Streck die Arme nochmal aus und dann werde rund im unteren Rücken, im mittleren Rücken, sodass du Wirbel für Wirbel, wie so eine Perlenkette, deine Wirbelsäule ganz langsam auf den Boden bringst. Stück für Stück. Ganz langsam rollst du nach unten, wie so eine Perlenkette. Wenn du unten angekommen bist, leg die Arme auf die Seite, öffne deine Füße mattenweit, bring die Arme zur Seite, sodass die Handinnenfläche zur Decke zeigen. Und dann lässt du mit dem Ausatmen beide Beine zur rechten Seite sinken. Einatmen Mitte. Ausatmen links. Schau, dass deine Schultern am Boden bleiben. Der Kopf darf gerne gehen, gleich mitdrehen. Einatmen Mitte. Aus zur Seite. Ein mit. Aus zur Seite. Einatmen Mitte. Und aus. Und dann lass das nächste Mal deine Beine auf deiner rechten Seite. Und gerne darfst du so bleiben. Oder du löst nochmal deinen rechten Fuß, legst den rechten Fuß auf die Mitte von deinem linken Oberschenkel und schiebst dann so ein kleines bisschen das Bein nach unten und nach vorne, sodass du hier nochmal eine schöne Dehnung in deiner Hüfte spürst, in deiner Leiste und im unteren Rücken. Schultern am Boden, Kopf auf der anderen Seite. Auch hier nochmal die Öffnung in deiner Brust spüren. Tiefes Atmen, ganz entspannt. In deiner Variation. Tiefes Ein, langes Aus. Und dann löse auf, erst den Fuß wieder vom Bein wegnehmen, falls er dort war.
Komm zurück mit dem Ein-, mit dem Ausatmen zur anderen Seite. Bleibe hier oder löse auch hier nochmal linker Fuß, rechtes Bein. Schieb das Bein nach unten und ein bisschen nach vorne. Schultern am Boden, Kopf auf die andere Seite. Spür die Dehnung hier in der Hüfte, im unteren Rücken, die Öffnung in deiner Brust. Tief einatmen, entspannt aus. Nochmal tief ein und aus. Dann löse erst wieder den Fuß, komm mit dem Einatmen zurück in die Mitte, bring die Arme auf die Seite, streck die Beine nochmal lang nach oben aus und dann fang nochmal her an, richtig zu zappeln. Richtig zappeln und wackeln, nochmal richtig alles durchbewegen, die Füße, die Arme, alles nochmal zappeln lassen. Richtig hin und her, alles darf zappeln, 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 noch ein bisschen, noch ein bisschen. Erst wenn du das Gefühl hast, dass alles ganz unkontrolliert wird und sich irgendwie komisch anfühlt, dann ist es genau richtig. Zappel, zappel, zappel. Und dann löse auf, die Füße zum Boden. Einmal nach vorne ausschleifen lassen, die Arme zur Seite. Und dann darfst du es dir hier ganz gemütlich machen für deine Endentspannung. Genieße deine Endentspannung, lass es dir gut gehen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut. Lasst euch gut gehen. Tschüss.